Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einem neuen Part. Endlich geht es mal wieder weiter. Endlich kann ich mal wieder aufnehmen, ey. Ich war ja lange Zeit nicht in der Lage dazu, denn ich habe die Erkältung des Todes ungefähr abbekommen. Richtig nervig. Die hielt unfassbar lange an. 2 oder 3 Wochen. Und irgendwie muss ich inzwischen immer noch husten oder niesen ab und zu. Ich versuche das dann rauszuschneiden, ne? Aber ich fühle mich inzwischen nicht mehr krank, ja? Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Nase noch ein bisschen dicht, okay. Husten ab und zu. Aber ich fühle mich inzwischen in der Lage, wieder aufzunehmen. Und deswegen machen wir das direkt. Hier in dieser Stage haben wir nämlich das letzte Mal, vor 4 Wochen oder so, als ich das gezockt habe, einen Stern ausgelassen. Ich weiß aber natürlich, wo der ist. Ja, das ist ja eine ganz klare Sache. Das ist mir sofort aufgefallen. Bei der Bearbeitung des Videos bestimmt. Oder ich habe nachgeguckt, eins von beiden. Jedenfalls weiß ich, wo er sich befindet. Sollte eigentlich kein Problem sein, den einzusammeln. Ja, was ist in der Zwischenzeit passiert? Relativ viel sogar. Denn, ja, ich habe jetzt Semesterferien. Prüfungen sind schon fast alle vorbei. 2 Stück liegen noch vor mir, wobei eine aber erst ganz am Ende der Ferien ist. Richtig unpraktisch. Aber endlich ist auch dieses dumme Bachelor-Projekt abgeschlossen, wo wir diesen Spielecomputer gebaut haben. Oh, das war ja eine Qual. Endlich ist das vorbei. Das ging ja auch über 2 Semester, also über ein komplettes Studienjahr. Richtig nervig. Das war das schlimmste Fach, welches ich jemals hatte. Aber ich bin durchgekommen. Zwar mit der schlechtesten Note, die man sich erdenken kann. 2,7 habe ich letztendlich bekommen. Aber egal, Hauptsache, ich bin durch. Die Kirsche nehme ich mal nicht mit. Die macht mir das, glaube ich, nur schwerer. Ja, und dann habe ich jetzt noch eine Prüfung IT-Management und eine Prüfung Recht der digitalen Medien. So viel zu diesem Thema. Außerdem, neu gibt es bei mir, dass ich, ja, ich möchte mich bewerben für ein Praktikum, weil ich ja bald mit dem Studium durch bin und deswegen dachte ich, ein bisschen Praxiserfahrung zu sammeln wäre doch voll nice. Deswegen habe ich mich, erkundigt, wo man eigentlich voll gut Praktika machen kann hier in meinem Ort. Und deswegen wollte ich jetzt eine Bewerbung schreiben, ist auch schon voll vorbereitet und so. Mir fehlen allerdings Fotos, aktuelle Bewerbungsfotos von mir. Meine letzten sind von 2006 oder so, da bin ich noch richtig, richtig der freshe Player. Inzwischen natürlich immer noch, aber ich sehe halt anders aus. Und ja, deswegen wollte ich Bewerbungsfotos machen. Aber die sind ja unfassbar teuer. Unfassbar. 35 Euro mindestens. Wahrscheinlich mehr. Verdammt, hier hätte ich mich nicht treffen lassen sollen, glaube ich. Ja, und deswegen habe ich nächste Woche Montag, also ich nehme jetzt am Freitag auf, nächste Woche Montag erst einen Termin vereinbart. Richtig dumm von mir natürlich. Denn Montag habe ich direkt meine Prüfung IT-Management. Richtig gut geplant von mir, muss ich sagen. Das, ja, war nicht ganz optimal. Hier ist übrigens der Stern, den ich verkackt habe. Den möchte ich jetzt gerne mitnehmen. Ach, das ist Lava, die mich sofort tötet. Das ist natürlich auch uncool. Ja, dumm. Das bedeutet, ich musste da sofort nochmal anrufen bei diesem dummen Fotofritzen. Und den Termin jetzt nochmal verlegen, ey. Das ist ja super peinlich gewesen. Aber kein Problem. Bekommen wir alles hin. Der hat gedacht, alles klar. Hauptsache 35 Euro. Heute oder morgen ist ja egal. Ich werde sowieso reich damit. Bestimmt völlig unverdient, dass das so viel kostet. Mit Photoshop-Skills und einem ordentlichen Selfie kann man das bestimmt auch selber mindestens genauso gut hinbekommen. Aber naja, ich probiere es einfach mal aus. So, ansonsten gibt es eigentlich nichts Neues. Natürlich viele Serien geschaut, also Anime meine ich damit natürlich, echte Serien gucke ich ja nicht. Habe auch wieder One Piece und Naruto Shippuden angefangen. Ich weiß gar nicht, ob das schon damals der Fall war, als ich noch aufgenommen habe. Aber ich habe wieder angefangen, jeden Tag eine Folge von den beiden Shows zu schauen, um endlich mal hinterherzukommen. Bei One Piece bin ich bei Folge 250 ungefähr, bei Naruto bin ich bei Folge 150 ungefähr, also Naruto Shippuden. Ja, und ich habe mir berechnet, wenn ich jeden Tag eine Folge gucke, brauche ich 2 Jahre, um auf One Piece zum aktuellen Stand aufzuschließen. Und für Naruto brauche ich 1 Jahr. Das heißt, ein großer Spaß kommt da auf mich zu. Richtig viele Folgen. Ich mag das eigentlich gar nicht, dass die so unendlich viel produzieren. Die klassischen Anime, die ich so schaue, haben ja auch so 12 bis 24 Folgen, also 1 oder 2 Seasons. Tja, und dann diese Endlos-Dinger. Die sind natürlich nervig. Aber egal. Das ist einfach ein Must-See. Leute diskutieren darüber und sagen, das ist gut. Manche finden es gut und allein das ist schon ein Grund, das zu schauen und sich selbst ein Bild, ja, zu bilden. So macht man das mit Bildern halt. Ja, und dieses Projekt ist ja auch bald vorbei und Pokémon nähert sich auch einem Ende, wenn ich da mal wieder anfange hier aufzunehmen. Bin ich auch schon in der Siegesstraße unterwegs. Nur echte Sieger kommen da vorbei und hier sind wir auch schon in der Bonuswelt. Also, läuft gut hier im Let's Play-Business, würde ich mal sagen. Oh nein, verdammt, ich war ungeduldig. Ich dachte, da kommt keine Plattform mehr. Und dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, was macht man als nächstes? Ich möchte auf jeden Fall ein Wii U-Spiel zocken, beziehungsweise Wii-Spiel, Wii oder Wii U. Und zeitgleich ein anderes Spiel noch. Das ist so der Plan, den ich für meinen Kanal verfolge.
Muss ich mal gucken, welche eigentlich. Welches das nächste Wii U-Spiel sein wird. Ich weiß es nicht. Ich habe ja so eine Tabelle. Und momentan tendiere ich am ehesten zu Pikmin 3. Mal schauen. Ja, Jump'n'Run haben wir in letzter Zeit genug gesehen. Und außerdem wird vielleicht das Nicht-Wii-Projekt ein Jump'n'Run mit Rayman Legends. Habe ich mir im Steam Summer Sale günstig stibitzt aus dem Steam Sale. Ja, wie gesagt. Ist ein gutes Game, glaube ich. Habe ich noch nie gespielt. Sieht aber gut aus. Und ich habe Bock drauf. Und außerdem weiß ich, dass jemand es geil findet, wenn ich Rayman spiele. Alternativtitel für das zweite, für den zweiten Slot-Projekt wären Child of Light oder Ori and the Blind Forest. Also eins von diesen drei Titeln wird definitiv das Side-Let's Play werden dann, neben dem Wii-Spiel. Neben wahrscheinlich Pikmin 3, welches ich übrigens noch bestellen muss. Ich habe das gar nicht. Ich habe ja kaum Wii und Wii U-Spiele. Denn meine komplette Bibliothek sind ja Spiele, die ich auch in Let's Plays gezockt habe. Also ich habe an Wii-Spielen Donkey Kong Country Returns. Ja gut, und Twilight Princess, aber das ist zu lang. Momentan für mich. Das braucht 200 Parts oder so. Viel zu übertrieben, aber ist sehr geil. Aber wird vorerst wahrscheinlich nicht so schnell kommen als Let's Play. Und an Wii U-Spielen habe ich ja nur New Super Mario 3D Brothers. Und hier Super Mario 3D World. Also hier komplette Let's Play-Programme. Ach, und Smash habe ich auch noch für Wii U. Habe ich aber ehrlich gesagt nie wirklich intensiv gespielt. Und bin auch eine Pfeife da drin. Ne, muss ich mal sagen. Ich finde Bowser und Toon Link cool. Das sind meine Lieblingscharaktere. Wer das schon immer mal wissen wollte, hier habt ihr die Trivia Facts. Und hier bin ich, glaube ich, eben gestorben. Oh, jetzt wäre es voll gut, wenn ich nicht meinen Boomerang verlieren würde, weil dann wäre es richtig easy. Richtig easy, hier den Stern zu bekommen, ja, mit dem Boomerang. Zack. Oh, jetzt nicht runterfallen, bitte. Das wäre richtig schlecht. Das wäre richtig schlecht. Habe ich schon mal gesagt, dass diese Passage mich an Tabaluga TV erinnert? Oh, würde nicht runterfallen. Oh, sehr schön. Ja, den Stempel haben wir zum Glück auch schon. Ohne Boomerang wäre es auch keine Möglichkeit gewesen, den zu bekommen. Ich möchte jetzt einfach nur noch diese Stage beenden, um ehrlich zu sein. Denn wir haben hier alles, was es gibt. Habe ich eigentlich schon die Flagge? Ich hoffe, denn ich habe gerade gesagt, ich habe alles, was es gibt. Wäre ja blöd, wenn ich da nicht die Flagge hätte. Hätte ich ja gelogen. Ich will kein Lügenbaron sein. Ja, toll, habe ich ja eh verkackt hier jetzt. Obwohl, mit einem geschickten Walljump geht es vielleicht trotzdem noch. Aber ich gehe einfach davon aus, dass ich sie habe. Wenn nicht, dann habe ich verkackt. Ja, da habt ihr den Husten gemerkt. Selten, aber er kommt immer noch vor. Immer der Reiz zum Husten ist noch vorhanden. So, habe ich jetzt hier alles? Habe ich die Flagge auch? Sieht so aus, oder? Und den einen Bonusstern haben wir auch noch abgegrast. Richtig coole Sache. Dann können wir ohne Probleme in die nächste Welt. Hier habe ich nämlich alles. Wo sieht man eigentlich nochmal, ob man die Flagge hat? Das weiß ich. Ach, natürlich, hier auf der Karte, da sieht man das. Kann ich ja sowieso mal einen Blick drauf werfen, nach meiner langen Pause, um zu schauen, was hier eigentlich los ist. Was brauche ich alles hier noch? Es gibt noch drei Stages hier. 7, 8 und 9. Und sonst haben wir hier alles. Wir haben sogar auch schon Captain Toad gemacht hier. Das wusste ich gar nicht mehr. Hätte ich sonst fast schon angefangen, aber hier ist er. Vollkommen abgeschlossen. Captain Toad ist am rotieren. So, die nächste Stage heißt die Grotte der Giganten. Ich bin gespannt, was uns dort so erwartet. Wahrscheinlich Giganten, ja. Shadow of the Colossus wird hier gespielt. Mit Toad. Na toll, ausgerechnet Toadie Boy wird hier ausgewählt. Hier oben haben wir nichts direkt. Okay, das muss man ja immer nachgucken. Denn die verstecken ja ganz gerne mal gemeine Sachen hier direkt am Anfang. Aber in diesem Spiel nicht so heftig wie bei Donkey Kong, muss ich sagen. Da war das ja ganz extrem. So viele Secrets haben die ganz am Anfang versteckt, wo man einfach nur in die Richtung laufen musste, wo man eigentlich nicht lang wollte. So, sterbt alle, ihr Säcke. Oh nein, da war ja noch einer. Noch so ein Totempol von Pilzen. Ekelhafte Sache. Oh nein, ey, diese Goombas. Das sind die schlimmsten der Welt. Und da ist bestimmt was voll ge... Oh mein Gott, die bedrängen mich hier, ey. Das sind richtige Gangbanger. So, was haben wir hier denn Tolles drin? Ah, den Gigantenpilz. Der ist bestimmt nützlich hierfür. Aber da ist nichts. Verdammt. Ich dachte, da wäre voll das Geile. Ah, hier haben wir nochmal die Chance, was richtig Geiles zu finden. Aber auch hier ist nichts. Was ist denn da los? Vielleicht hier? Oh, da ist der Stempel gewesen. Das ist schon mal sehr gut. Stempel haben wir. Gibt es hier noch was? Hier ist noch ein Block, aber da ist bestimmt nichts drin. Ich frage mich, wie lange... Ja, okay, so lange nicht. So, jetzt muss ich mal so langsam hier den Boomerang-Ding benutzen, weil sonst wäre ich aufgeschmissen. Hier haben wir einen Tanuki-Suit. Können wir mal mitnehmen, warum nicht? Auch wenn er nicht mein Favorite-Item ist, muss ich sagen. Tanuki-Suit irgendwie nicht so geil. Aua, verdammt. So viel zum Thema Tanuki-Suit.
Aber da ist ein Stern. Ich sehe das doch schon funkeln da oben. Dann lass mich mal da rein, bitte. Da oben ist er. Ich sehe ihn doch. Ich sehe ihn doch. Zack. Da haben wir ihn. Und das war auch der erste. Wunderbar. Erstklassig, erster Stern. Den Stempel haben wir. Ich glaube, wir haben nichts verpasst bis jetzt. Das ist ein gutes Zeichen. Ein gutes Zeichen, Freunde. Und jetzt geht es auch noch hier unter Wasser. Also die haben echt hier alles in diesem Level. Oh nein, Blooper. Auch das noch. Aber mit dem Boomerang können wir die zum Glück effektiv töten. Das ist sehr schön. Denn ich hasse Blooper. Schon seit... Entschuldigung. Seit Super Mario Bros. 3 sind die, glaube ich, vorhanden. Oh mein Gott, das ist ja höchstgradig gefährlich hier. Seit Super Mario Bros. 3 gibt es die, glaube ich. Und ich hasse sie seitdem. Weil sie sich einfach so dumm bewegen. Eigentlich voll vorhersehbar. Aber ich lasse mich immer irgendwie drauf reinfallen und fress dann irgendeinen Schlag von einem Blooper. Voll gemein. So, was haben wir hier denn Lustiges? Ist hier oben was? Nee. Sah verdächtig aus. Und was ist hier drin? Oh, noch einer. Ah, sehr schön. Kann ich hier unten auch noch die Blöcke kaputt machen? Das lohnt sich ja vielleicht sogar. No, da gibt's gar nichts. So ein Mist. Dann sprinte mal durch hier bitte mit der Sprint-Taste. Die ist nämlich vorhanden. Brems, Alter, voll durchgerömst hier alles. Kaputt gemacht. Da oben ist noch was, das ich gerne... Aber wie soll ich denn das schaffen? Der Boy kann auch gar nicht so... Hä, wie soll das denn gehen jetzt? Also ja, natürlich, ich habe gesehen, dass es da oben reinging, aber... Mit dem... Oder kann ich mit dem auch schwimmen? Nach oben schwimmen mit dem Superpilz? Das weiß ich jetzt gar nicht. Das muss ich das nächste Mal probieren, wenn ich das hier spiele. Ich kann mich theoretisch umbringen lassen und das nochmal probieren. Wir haben ja den Mittelpunkt. Ich glaube, das mache ich auch. Damit ich den Stern einfach mitbekomme, ey. Das ist doch lächerlich. Moment, geht's hier oben rein? Nee, aber da haben die so eine komische Lücke gemacht. Das ist ja verdächtig. Ach, da war so ein Objekt, was mich hätte töten können, was ich weggemacht habe mit dem Superpilz. Ich verstehe. Na gut, dann bringen wir uns mal hier um. Das hat alles keinen Sinn mehr, dieses Leben. Schade. Wirklich schade, dass ich da verloren habe. Naja, 11 Leben haben wir ja noch. 11 Versuche. Dann probieren wir unser Glück einfach erneut. Jetzt habe ich natürlich nichts gegen die Blooper. Oh, richtig ärgerlich. Und da sind sie auch schon, diese Bastarde. Die hasse ich richtig. Na, ich habe Paranoia vor denen, ey. Cheep Cheeps sind auch so schlimm. Cheep Cheeps und Blooper. Alter, wie schnell ist der denn? Was ist das denn für ein Typ? Warum ist der so schnell gewesen? Der Hund. So, versuchen wir unser Glück nochmal mit dem Riesen-Mushroom. Ob wir da jetzt schaffen, da oben hinzukommen, wo dieser zweite Stern sich versteckt hat. Der muss doch irgendwie gehen jetzt hier. Kann doch nicht wahr sein. Bam. Aber der kommt gar nicht so hoch. Der kann gar nicht so hoch springen, der Typ. Okay, ich habe, glaube ich... Ja, ich habe eine Lücke gemacht. Wenn ich jetzt wieder klein bin... Es wäre schön, wenn ich euch noch töten könnte, ihr scheiß Blooper. Bam. Oh nein, 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 nein. Okay, sehr gut. Ich habe die Lücke. Bedeutet, ich kann hier den Stern auf jeden Fall bekommen. Sehr gut. Hat der doch noch geklappt. Fehlt nur noch ein Stern und dann haben wir hier alles, Leute. Das läuft doch richtig gut hier. Mal gucken, wie das nächste Segment aussieht. Das ist schon das Ziel. Ha, aber ich habe den Stern nicht verpasst, glaube ich. Das kann eigentlich nicht sein. Weil da war ja eben erst der dritte. Wo ist denn der Stern? Was ist denn hier los eigentlich? Und was ist das da für ein Vogel? Kann ich mit dem zum Stern fliegen? Wo ist der Stern? Hallo? Ist hier noch ein unsichtbarer Block, der uns nach oben weiterführt? Wo ist der Stern? Der Stern? Ich frage mich, wo er ist. Oder hier unten irgendwo? Ne, hier ist gar nichts. Hier ist absolut gar nichts. Ja, das ist jetzt ja ein bisschen unpraktisch. Ich habe jetzt extra mich sterben lassen, in der Hoffnung. Ha. Wo ist der Stern? Freunde, Stern ist nicht da. Vielleicht, wenn ich alle Gegner töte, dass der dann auftaucht. Oder vielleicht hier, wenn man hier eine Stampfattacke macht. Aber das ist sehr kryptisch dann. Ne, hier ist nichts. Hier ist absolut gar nichts. Was ist denn da los? Ich muss die Goombas, glaube ich, alle töten, ne? Ja, kommt mal her, sodass ich auf euch raufjumpen kann. Das ist die letzte Hoffnung, die ich habe. Ansonsten sehe ich hier schwarz. Räums, das hat leider nichts gebracht. Absolut gar nichts hat das gebracht. Was ist denn das? Der Stern, wo ist der Stern? Man weiß es nicht. Super, auch nur 1000 Punkte. Also das machen wir definitiv nochmal, diese Stage. Richtig schlechte Leistung, Toad. Aber was will man erwarten mit diesem Charakter? Ja, Toad ist einfach eine Wurst. Das müssen wir nochmal zocken. Aber wir haben den Pilzstempel, immerhin. Und so langsam wird unser Stickeralbum richtig schön voll. Das ist doch toll. Ich frage mich echt, wo der letzte Stern ist. Weil eigentlich konnte der ja... Der muss in diesem letzten Segment sein, wo die Goombas und die Zielflagge waren. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Naja.
Ich werde mich einfach offscreen informieren, wo der ist. Und das nächste Mal holen wir den einfach rucki-zucki, inklusive der Flagge. Und dann gehen wir jetzt hier ins Geisterhaus. Spuk im Winternebel. Das klingt auf jeden Fall brutal. Und das ist die vorletzte Stage. Alter Verwalter. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal dabei. Denn es wird richtig episch. Endlich gibt es wieder mal Let's Play-Videos hier. Endlich geht's weiter mit Mario. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns dann vielleicht ja das nächste Mal. Bis dann, Leute. Und tschüssikowski.